im Liegenanschlag geschossen auf den Bahnen 16 bis 30 im Stehendanschlag. Und die Athleten wählen in der Regel die Bahn aus, auf der sie sich vor dem Rennen angeschossen haben. Diese Bahnen wiederum werden ausgelost. Denn da sind dann die Bedingungen im Idealfall so wie vor dem Rennen beim Anschießen. Wenn nicht, dann reagiert der Athlet und verändert etwas an der Visierlinie. Ja, Schemm tadellos. Und da konnten Sie auch sehen, den Unterschied zum Schießen von Florent Claude vorhin. Ein deutlich schnellerer Rhythmus. Und Taye Bö. Ja, er bleibt fehlerfrei und Karl-Johann Bergmann ist da. Ja, fehlerfrei. 27,5 Sekunden die Schießzeit. Die Strecke etwas unglücklich. Das ist jetzt anders. Und Dominik Landertinger, der gehört eigentlich auch zu den schnellen Schützen. Da haben wir auch die Zeit mal eingeblendet. Aber hat echt lange gedauert. 17 Sekunden, bis er den ersten Schuss abgegeben hat. Und dann sind es 29 Sekunden, als er die Matte verteilt. Der statistisch in der letzten Saison beste Schütze im deutschen Team war. 85% Trefferquote im Schnitt. 87 davon liegen. Jetzt aber beginnt er mit einem Fehler. Zwei Fehler von Birnbacher, 300 extra Meter und Schemp ist bereits im Stehendanschlag da. Eine Strafrunde muss Simon Schemp jetzt laufen. Zwei Strafrunden schon für Fack. Wird nichts. Arndt Peiffer, der Weltmeister. Fehlerfrei geht der hier raus nach dem ersten Schießen. Und auch zeitlich nur knapp hinter Bergmann und Marco Wehef. 4,8 Sekunden der Rückstand von Arndt Peiffer. Das ist gar nichts nach dem ersten Drittel dieses Wettkampfs. Und wir schauen mal nochmal auf die Schießeinlage von Arndt Peiffer von Anfang an. Da sehen wir es. Leicht rechts. Aber es verzerrt auch ein wenig durch den Winkel. Da sehen Sie an der Kameraposition, am Schatten, der letzte dann hoch, aber insgesamt ein gutes Trefferbild und eine Minute nach Arndt Peiffer gestartet, Michael Greis. Simon Eder war inzwischen im Schießstand, starker Österreicher, fehlerfrei geschossen, 6 Sekunden hinter Bergmann raus. Greis, fehlerlos, ruhige, sichere Serie. Fehlt die Frische noch etwas, sagt er. Fühlte sich letztes Jahr läuferisch ganz nah dran an der Spitze. Der hatte ja im August einen Trainingsunfall gehabt. Da war er umgeknickt beim Fußballspielen. Dünnes Mosebandriss, 3 Wochen Gips. Warf ihn natürlich zurück. Karl-Johann Bergmann, der immer noch führt nach dem ersten Schießen. Wieder trifft er alle 5 Scheiben. Karl-Johann Bergmann, das war kein Zufall, dass er letzte Woche so aufgetrumpft hat im Sprintrennen. Dann gucken wir mal, Marco Wehefs Zeit. Schafft er nicht ganz, eine Sekunde dahinter. Also das ist jetzt das Fernduell nach dem Schießen. André Marco Wehef. Mit der 15 war der gestartet, Bergmann mit der 16. Fast zeitgleich sind die jetzt 30 Sekunden hintereinander auf der Strecke. Alexis Böff. Bleibt fehlerfrei.
Die vier vor genau einem Jahr erstmals aufs Podest, war Dritter hinter Setnev und Taye Bö. Und gewann in der vergangenen Saison auch noch den Verfolger in Presque Isle. Und Böff jetzt 4 Sekunden vor Karl-Johann Bergmann. Benjamin Weger, der starke junge Schweizer, 22 Jahre alt. Bleibt auch fehlerfrei. 50, bei einigen etwas mehr, bei einigen etwas weniger. Sollte er schon noch bleiben, sonst wird er zu hart. Dann übertragen sich die Pulsschläge zu sehr auf die Waffe. Und es ist nicht mehr möglich, das Ziel zu fixieren. Jetzt pumpt er zweimal, denn heute ist es natürlich auch doppelt wichtig, jetzt nicht zu sehr zurückzufallen. Das wird er aber mit insgesamt 4 Fehlern, denn das heutige Ergebnis ist ja auch Grundlage. Makroveev jetzt deutlich vorne hier in der Zwischenzeit. Grundlage für das Verfolgungsrennen morgen Vormittag. Die Vorsprünge von heute werden zu den Rückständen von morgen. Also zählt jede Sekunde gewisserweise doppelt. Martin Fourcade. Ruhige, ganz konzentrierte Serie von ihm. Der Strecker hat er es auch nicht ganz so schnell angehen lassen. Sie sehen es unten an den Zeiten. Alexis Böff da schon fast ja, über 10 Sekunden schneller sogar als sein Mannschaftskollege an dieser Stelle des Rennens. Evgenius Tjugov. Und von der Strecke die Informationen. Ustjugov schießt einen Fehler, dass Bergmann an der Zwischenzeit vor Makoveev liegt. Er ist ja 30 Sekunden später angekommen dort. Allerdings nicht im Bild, weil wir Martin Fourcade haben schießen sehen. Ulainer Bjørndalen ist da. Das ist sicherlich das große Rätsel. Was kann er in dieser Saison leisten? 43. 9. 27. war er in der ersten Woche in Östersund. Jetzt schießt er schnell und fehlerlos. Er hat in Erwägung gezogen, die nächste Woche auf Markus Windisch. Andreas Birnbacher. Bleibt jetzt fehlerlos. Geht daneben. Es war so eine konzentrierte, so eine ruhige, sichere Serie. So ist hier deutlich die Führung. 9,2 Sekunden hat er 10 Sekunden noch einmal Makroveev abgenommen. Also Bergmann ist das Maß aller Dinge. Greis. Ein 4,1 Sekunden vor Karl-Johann Bergmann lag, der ja im Moment der Führende ist. Also hier geht's jetzt um Platz 1. Auch unsauber repetiert. Da unten stört ihn dann das Leibchen noch. Muss seine Anschlagposition komplett neu justieren. Aber er lässt sich daraus nicht aus der Ruhe bringen. Hat natürlich wertvolle Zeit verloren. Mal sehen, mal sehen. Er wird jetzt mit einem Rückstand auf die Schlussrunde gehen. Hat natürlich noch einen weiten Weg von dort, wo er geschossen hat, bis zur Zwischenzeit. Da kommt er um die Ecke. Dann gucken wir mal, wie groß ist der Rückstand auf Makoveev bzw. Bergmann. 15,6 Sekunden, wir haben es gesehen. Bergmann hat auf Makoveev 10 Sekunden gut gemacht. Mal sehen, was denn... Lowell Bailey, US-Amerikaner mit den stärksten Ergebnissen seiner Karriere in der letzten Woche. In etwa zeitgleich mit Birnbacher, auch mit Pfeiffer. Also die laufen zumindest im Moment dann um den dritten Platz. Aber da kommen natürlich noch die Kollegen, die Sie gesehen haben. Böff, Weger. Ja.
bleibt fehlerlos. Und oben ohne einer Björndalen. Jetzt mit einem Fehler. Eigentlich sein stärkerer Anschlag. Und da Björn Ferry, der Landsmann des im Ziel im Moment immer noch führenden Karl-Johann Bergmann. Außergewöhnliche Schlussrunde hingelegt. Florian Graf, der Niederbayer. Da. Mal sehen, ob er es ähnlich gut macht wie Maleschko, der ja nach dem ersten Schießen im Moment auf Platz 9 liegt. Haben wir gerade gesehen, vor 2-3 Minuten. Ja, schießt auch tadellos. Erste Mal gewinnen konnte, wie immer beide Augen geöffnet. Sekunden seine Schießzeit. Ja, Sie sehen es unten schon. Ja. Da fliegen die Namen nur so durch. Geht jetzt raus mit 18,4 Sekunden Rückstand als 24. Und Graf oben fehlerfrei hat der geschossen. Ja, der schießt jetzt auch ganz vorne rein. Mal, da wird er jetzt fast noch ein bisschen behindert von dem Läufer, der aus der Strafrunde kommt. 13,3 Sekunden, sein Rückstand auf Marco Wehef. Emil Svensson. Bleibt fehlerlos wie Taje Bö und dann automatisch vorgeklappt. Michael Rösch. Schnelle Serie von Michael Rösch, wie in alten Zeiten. Gucken Sie mal auf die Zeit. 16:40, 16:59, 8 von Bergmann. Das ist ja die Zeit, die im Moment im Ziel das Maß aller Dinge ist. Aber jetzt schießt Lapschin einen Fehler. Möglicherweise ein Svensson noch reißen kann. Tarje Bö. Hat 19,6 Sekunden seinen Rückstand auf die Spitze. Und das ist Emil Hägle-Svensson. Und jetzt zittert Karl-Johann Bergmann natürlich im Ziel. Jetzt geht's hier um den Sieg. Fehler Svensson, Strafrunde. Markmann. Auch noch mal verloren. Emil Hägle-Svensson 5 Sekunden und das ist der Sieger. 2 Sprintrennen. Michael Rösch 27. und Simon Schemp 32. Und das noch einmal der Blick auf die Besten. Karl-Johann Bergmann gewinnt also vor Andrej Makovejev und Benjamin Weger. Und wir freuen uns über Florian Graf auf Platz 7.